Hansa und Kaiserslautern heute schon in Dresden, und zwar auch bei der Torpedo-Gruppe. End Performance Center, Hyundai End Performance Center hier in Dresden. Was haben wir heute? Eigentlich das gleiche wie in Kaiserslautern letztes Mal. Und zwar Vorstellung Hyundai i30 End Performance SMN 300. Heute ist wieder ein Video, wo ich nicht viel quatsche, sondern es geht sich mehr heute... Ist es eigentlich, es geht sich oder es dreht sich? Immer wenn ich da korrigiere. Weißt du das? Wenn ich das drehe, dann dreht sich das. Egal, auf jeden Fall, was ihr heute sehen werdet, sind bewegte Bilder, und habt viel Spaß dabei. Ich melde mich später mal kurz. Es gibt noch ein paar Infos. Bis gleich. Leute, wie ihr sehen könnt, ist alles leer, ja, keine Menschen mehr da, und wir hatten einen richtig, richtig geilen Tag. Aber auch dieser geile Tag ist vorüber. Wir haben den SMN 300 vorgestellt. Vielen lieben Dank an alle Leute, die gekommen sind. Das bedeutet mir wirklich, wirklich sehr, sehr viel. Das ist für mich ein großer Dream come true, wirklich meinen Firmennamen, meinen Namen auf einem Auto stehen zu haben, der bei einem Händler steht. Also wirklich, das ist für mich ein großer Schritt. Also, zweite Vorstellung war heute. Die Autos sind ab sofort verfügbar. Ja, 10 Stück wird es geben. Plus 11, welche meine ist, der Prototyp, aber 10 Stück sind zu haben, obwohl ich glaube mittlerweile nur noch 7 oder 6 zu haben, ich weiß nicht mehr genau. Gibt es in jeder Farbe: Weiß, Rot, Grau, Schwarz und Blau. So, Weiß, Rot, Grau, Schwarz und Blau. Ja, genau. So, 5x2, 2x5, 10. Bang, so mit den Augen am Drehen, so, stimmt das so? Oh, keine Ahnung. Nochmal dickes Dankeschön dafür. Es wird noch mehr
kommen. Es wird mehr kommen mit der Torpedo-Gruppe und Simon Motorsport. Was genau kommen wird, das darf ich noch nicht verraten. Ja? Aber es wird mehr kommen und wir haben so eine Heirat haben wir mit der Torpedo-Gruppe. Weil es macht viel, viel Spaß. Es macht wirklich viel Spaß. Und wir haben noch vieles vor. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Ich kann noch nicht zu viel verraten. Erst wenn es dann auch soweit ist. So, das war's von mir. Ihr seht, ich bin völlig durch. Ja, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Wir gehen erstmal eine Kleinigkeit essen jetzt und dann fahren wir gleich noch 700 Kilometer zurück. Ja, das heißt, wir kommen irgendwann heute Nacht an und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, wir konnten die Eindrücke ein bisschen einfangen, wie der Vibe, wie der Flair heute war. Und ansonsten würde ich sagen, subscriben, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.